Leitung des Spiels. Und Yeboah. Ein gehetzter Mann zurzeit. Morgen um 9.15 Uhr muss er wieder antreten im Gerichtssaal in Frankfurt, um dort seinen Steuerprozess weiterzubringen. Da hat man den Kopf natürlich nicht immer frei. Hoffen wir für ihn, dass er heute zu der Form aufläuft, die die Hamburger hier aus dem letzten Jahr kennen. Und 0:2. Eckstoßamt. Und die erste ganz gefährliche Szene durch Filippo Inzaghi. Einer der beiden so starken Nationalspieler da vorne im Sturm. Der beiden italienischen Nationalspieler. Hier, völlig frei zum Kopfball. Mit der Seite hat er ihn in Richtung Butt befördert. Kein frühes Tor. Nein, nein, nein. Igor Tudor. Das hatten nicht wenige befürchtet. Es ist passiert. Deckungsfehler hinten bei den Hamburgern. Tudor völlig frei. Der Mann, der sich im Abschlusstraining noch verletzt hatte, der Kroate. Sein Einsatz stand bis heute Nachmittag in Frage. Und nun macht er die Führung. Die Antwort, Hollerbach. Spielt auf Del Piero. Nicht noch einer. Butt. Gut, der Butt. Ja, bei solchen Kontern müssen die Hamburger aufpassen. Das ist ganz klar. Wenn man nach dem frühen Rückstand zu ungestüm anrennt, dann wird man hinten offen. Und dann haben die Schnellen. Und Cardoso. Ja, sie versuchen es mit allen Mitteln, mit allen Möglichkeiten, auch mit Distanzschüssen. Aber da ist Van der Sar natürlich nicht zu gefährden. Ja, schade drum, Frank Pagelsdorf. Sein Drei-Stufen-Plan ist nicht einmal. Yeboah! Ja, schön zum Ball gelaufen, auch im richtigen Augenblick hochgestiegen. Hat sich rechtzeitig gelöst von Pesotto. Schade, ein bisschen hoch angesetzt, dieser Kopfball. Sind eng genommen von David. Yeboah! Drin ist er! Jawohl! Der Ausgleich! Ausgangspunkt! Rodolfo Esteban Cardoso, von dem ich gerade noch gesprochen habe. Und was haben sich hier die Hamburger für Yeboah gewünscht? So ein Tor. Inmitten all seiner Probleme, die er hat, jenseits des Spielfeldes. Ich denke mal, das wird nicht nur dem Verein, sondern auch ihm selbst einen Riesenschub geben. Schauen wir drauf. Da hat die Deckung auch von Solo wie gegen Werder Bremen. Nein, Yeboah. Und gibt Freistoß. Klare Sache. Ausgangspunkt also jener Ingo Hertzsch, der pro Spiel vielleicht zweimal über die Mittellinie geht. Und glatt. So, nun aber. Maravicchia! Schön gedacht. Und knapp genug war es ja. Frank Pagelsdorf eigens mit neu geschneidertem Anzug hier. Schauen wir aber erstmal drauf, wie eng das war. Ja, gut. 30, 40 Zentimeter. Van der Sar zumindest in der richtigen Ecke. Der ist hier beim HSV auf dem Sprung und Yeboah auch. Yeboah auf dem Sprung, um vielleicht sein zweites Kopfballtor zu erzielen. Da fehlte nicht viel. Macht ein tolles Spiel bisher, der Mann aus Ghana. 3-4 Torchancen, eine versenkt und hat vor allen Dingen... Davids. Und von unten vom Spielfeldrand kommt die erste Diagnose. Enger bei ihm. Schön gespielt, kein Abseits. Oh, 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 da ist das Tor. Ausgerechnet Del Piero. Gerade habe ich noch gesagt, von ihm war nichts zu sehen. Und da macht er das Tor. Inzaghi, Entschuldigung, Inzaghi war der Torschütze.
Wenigstens nicht Del Piero. Tja, toll eingeleitet. Bombenpass von Zidane. Der HSV wollte auf Abseits spielen. Schauen Sie mal. Und da läuft Inzaghi wieder raus aus dem Abseits. Vorbei an Panadic. Damit die Abseitsstellung aufgehoben. Und der herrliche Heber gegen Butt. Erneute Führung für Juventus Turin. Und Filippo Inzaghi, der in der letzten Champions League-Saison von Juve die Hälfte. Kovac! Und das ist schon erstaunlich, wie genau dieser Cardoso seine Nebenleute nach Freistößen, nach wohnenden Situationen anspielen kann. Ganz, ganz knapp. Van der Sar war dran. Maravilla. Nach Vorzeit, also in Unterzahl. Und ich denke mal eine Minute noch. Nein, jetzt schon. Alles vorbei. Erste Halbzeit ist um. Hamburger SV gegen Juventus Turin 1:2. Seiner hochdekorierten Vorgänger war immerhin Michel Platini im Dress von Juve. In den 80ern, als die Italiener zum ersten Mal. Start der Liga erst Anfang Oktober. Und das war ein Foul an der Strafraumgrenze. Oder drin. Der Unparteiische entscheidet auf Freistoß. Er meint also vor der Linie. Und wird auch noch eine gelbe Karte verteilen. Übles Foul in dieser Situation. Niko Kovac. Und Maravilla! Ja, Chancen haben sie. Und er, Rodolfo Esteban Cardoso, tat auch nochmal kräftig über den Ball. Er hatte die Chance zuerst, nachdem Kettela so herrlich hereingegeben hatte. Nikovac, ganz frei jetzt, Inzaghi, was denn da los, das 1:3. Nein, 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 da haben sie wieder gepennt in der Dreierabwehrkette. Und dieses Mal kam Hertz zu spät. Sowas lässt sich ein Inzaghi, ein Filippo Inzaghi nicht zweimal bieten. Schauen wir nochmal drauf. Ein bisschen auf den Nullpunkt zurückbringen. Cardoso und Van der Sar. Kovac, Yeboah, Kovac und Eckstoß. Da haben sie sich durchgewurschtelt bis hin fast zum gegnerischen Strafraum, das heißt zum 5-Meter-Raum sogar. Und das schauen wir uns nochmal an. Also, versucht der Yeboah anzuspielen. Kovac! Und kommt auch noch Pech dazu. Tja, schade. Zu spät. Die Möglichkeit für den neuen Mann. Kovacevic. Und was für Stockfehler da hinten in der Deckung der Hamburger. Zum einen Ballverluste, die nicht notwendig sind. Und dann spielen sie auch noch auf Abseits. Hier ganz genau zu erkennen. Und das funktioniert nicht. Dann. Herrlich gehoben. Inzaghi. Position ist er effektiver. Kettela, Maravilla, tu ihn rein. Ja, ja, ja. Und das Tor zählt. 2:3. Marcel Kettela, die Erfrischung auf der linken Seite. Den Anschlusstreffer hat er eingeleitet. 50% gehört das Tor ihm. 50% Maravilla. Geben Sie Yeboah auch noch ein paar kleine Anteile. Denn dadurch schön gespielt, Präger, Maravilla, das gibt Elfmeter. Und ich glaube, auf den ersten Blick jedenfalls nicht, das ist einer wahr. Eieieiei, da müssen wir doch mal die Zeit drüber anschauen. Ja klar, Jubel hier bei den 50.000, das ist völlig klar. Und jetzt schauen wir mal,
Panovica, schnell ist, besten europäischen Fußballadel. Butt, drin! Jo! Was für ein Spiel, meine Damen und Herren! Los, noch mehr, sagt ja der Frank Pagelsdorf. Wahnsinn! Und nun haben sie ihn alle wieder ganz lieb, den Hans-Jörg Butt, der zu Beginn der Saison umstritten war. Durch das Wechseldesaster in Sachen Leverkusen. Jetzt ist er wieder der Held, nachdem er sein Team reinbrachte in die Champions League. Juve unter Druck, Maravicchia, Van der Sar. Ein irres Spiel. Jetzt aber hinten auch wieder dicht machen. Kein 3:4. Und Josie Dunn, was der macht, ist abenteuerlich gut. Boah, blieb mir das Herz stehen. Ingo Herz klärt da zur Ecke. Super, Ingo. Und wieder hat die Abseitsfalle nicht geklappt. Beim Anspiel von Zidane, eben gerade passiert. Da haben sie bedingungslos dahinter. Yeboah, Hoekma. Die letzten 10 Minuten, Kovac bei ihm. Oh, war das gefährlich. Wieder Inzaghi, Filippo Inzaghi, also der scheint zurück zu sein. Maravicchia, da haut er drauf, da ist er drin! Das ist nicht wahr! Niko Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier. Das glaubt man ja gar nicht, wenn man sich gesehen hat. Aus 1:3 macht 4:3. Dank Niko Kovac, aber vor allen Dingen auch dank Maravico mit dieser gnadenlos guten Vorarbeit. Also Juve schwimmt da hinten fröhlich vor sich hin. Maravico mit vollem Risiko und keiner denkt an Niko Kovac. In der ersten Halbzeit, da stand verwirklicht hat. Weiter Gefahr. Oh, 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 Elfmeter, völlig klar. Das muss man geben. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, das war eine Dummheit von Barbares. Der hat Inzaghi hinten am Trikot gezerrt. Das wird brutal bestraft heutzutage. Auch wenn überhaupt nichts war. Eine total unnötige Aktion. Schauen Sie mal drauf. Wieder unentschieden. Entsetzen macht sich breit. Schade. Der war aber auch zu gut geschossen. Der war leider zu gut geschossen. 4:4. 8 Tore bei HSV gegen Turin. 3 Minuten vor Schluss. Da macht der Sergej Barbares so viel wieder kaputt, was er selbst mitgeholfen hat aufzubauen. Genauer geht's nicht. Butt hat die Ecke geahnt in der letzten Saison in der Bundesliga. 4:3 Führung. Und weil man eigentlich meinte, man hätte diesen Gegner, diesen Hochkaräter, niedergekämpft. Nochmal, Freistoß für die Norddeutschen. Oh, jetzt geht's nochmal zu. Die unterlegene Mannschaft, was die Torschüsse angeht, sowieso. Und jetzt ist Schluss. Also, da hat der Herr unten an der Linie die Zeit falsch angesagt. Oder angezeigt. Diese 4 Minuten waren es dann doch.